Der Binärvergütungsplan, auch Binärplan genannt, ist der dritte Vergütungsplan, mit dem wir uns an dieser Stelle beschäftigen möchten. Der Binärvergütungsplan zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man nur jeweils zwei Personen direkt in sein Geschäft sponsern kann. Den ersten Partner sponsert man beispielsweise in das linke Bein und den zweiten Partner sponsert man beispielsweise in das rechte Bein. Der dritte und vierte Partner wiederum würde dann den ersten bzw. den zweiten gesponserten Partner untergeordnet werden. In dieser Grafik schaut das folgendermaßen aus. Hier oben befindet sich der Sponsor, hier ist das linke Bein, dort das rechte Bein. Die erste Person würde im ersten Bein dementsprechend direkt angeordnet werden auf die linke Seite des Sponsors und die zweite Person direkt angeordnet auf das rechte Bein des Sponsors. Die dritte Person wiederum würde hier in diesem Beispiel der ersten Person untergeordnet werden und die vierte Person würde hier in diesem Beispiel der zweiten gesponserten Person untergeordnet werden. Man sieht auch hier, dass die zweite Person bereits vier Partner ins Geschäft gebracht hat. Diese hat dann auch wiederum ein linkes Bein und ein rechtes Bein. Hier Person 1 direkt dem Sponsor zugeordnet, also dem direkten, der direkten First Line. Und die zweite gesponserte Person dementsprechend ist an zweiter Position der First Line Person. Das heißt, die First Line Person hat in diesem Fall bereits durch den Sponsor profitiert, indem die vierte Person automatisch dem First Liner untergeordnet wurde. Das heißt, man sieht also hier, dass die direkten Partner auf einem Bein durch sogenannten Spillover profitieren können. Und das zeichnet ein Binärsystem unter anderem aus, dass die direkte First Line und nicht nur die First Line, sondern auch die Partner von der First Line wiederum an der Arbeit des Sponsors zusätzlich partizipieren können. Allerdings aufgepasst, auch hier gibt es natürlich nichts geschenkt. Auch wenn der Sponsor ein Bein mit aufbauen kann, muss die gesponserte Person natürlich mindestens eine Person in der Regel platzieren und auch dann ein Bein mindestens selber sponsoren. Als weiteres ist noch sehr interessant, dass sich diese zwei Beine eines Binärvergütungsplans als P-Leg, also als Zahlbein, und als Power-Leg, also als Punkteüberhangbein, bezeichnen. Man baut in der Regel auch bei einem Binärvergütungsplan immer erst einen sogenannten Punkteüberhang auf und wenn dieses Bein eine gewisse Eigendynamik erzeugt hat, dann baut man in der Regel erst das sogenannte P-Leg auf, also das Zahlbein. Typisch für einen Binärvergütungsplan ist auch, dass in Zyklen bezahlt wird. In diesem Beispiel werden auf der einen Seite rechts, das steht auch hier kurz, 300 Punkte generiert, also der Punkteüberhang, und sobald auf der linken Seite 100 Punkte generiert werden, entstehen also 400 Punkte und somit ein Zyklus, und das könnten in diesem Beispiel eine Abrechnung sein, also beispielsweise 50 Euro pro Zyklus, also pro Abrechnung in diesem Beispiel. Ja, der Binärvergütungsplan hat auch den Vorteil, dass er bis zur unendlichen Tiefe vergütet, allerdings auch ein Nachteil, und das ist der, dass Binärsysteme eine Einkommensbegrenzung haben, allerdings ist auch die relativ hoch, die liegt beispielsweise bei 25.000 Dollar pro Woche, kann auch weniger sein, kann auch mehr sein, doch das ist wirklich bei Binärsystemen sehr typisch, dass im Gegensatz zu anderen Vergütungsplänen hier ein Einkommenslimit herrscht. Eventuell noch vergleichbar mit einem Matrix-Vergütungsplan, auch dem werden wir uns sicherlich noch in einem weiteren Video zuwenden.